Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, in den meisten Bundesländern läuft der normale Kita- und Schulbetrieb nach den Sommerferien wieder an. Umso deutlicher wird jetzt nach Zeiten von Notbetreuung, eingeschränktem Betrieb und Homeschooling, wie wichtig Betreuungseinrichtungen für Kinder und die Familien sind. Die Pandemie hat wie ein Brennglas gezeigt, welche Versäumnisse im Bildungssystem vorliegen. Von der häufig unzureichenden digitalen Ausstattung der Schulen bis hin zur oft nur ungenügenden Unterstützung von benachteiligten Kindern und ihren Familien. Wir als AWO fordern deshalb, dass allen Kindern gute Bildungsangebote zur Verfügung gestellt werden, unabhängig davon, wo sie wohnen, denn die Unterschiede in den Bundesländern sind enorm. Ich möchte deshalb hier noch einmal wiederholen, nur eine gute Ganztagsbetreuung fördert die Bildungschancen der Kinder. Nur gute Ganztagsangebote können Ungerechtigkeiten im Bildungssystem ausgleichen. Daher fordern wir, dass ein Gesetz zur Ganztagsbetreuung auch Qualitätsstandards festlegt. In den letzten Wochen haben wir schon gesagt, was wir darunter verstehen, worauf es ankommt. Das sind zum einen die Angebote, die sich an den Bedürfnissen der Kinder ausrichten müssen. Eltern müssen als Akteure natürlich einbezogen werden. Die Vielfalt der Angebote und Kooperationen sind aufrechtzuerhalten und auszubauen. Es braucht durchdachte Raumkonzepte und natürlich auch gut qualifizierte Fachkräfte, damit Ganztag nicht nur zur Aufbewahrung wird, sondern sich tatsächlich auf Bildungsgerechtigkeit auswirkt. Meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freunde, bleiben Sie bitte gesund. Vielen Dank.